Nein, rein. Weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Lassen wir mal Standard sortiert hier. Gut, dann packen wir mal unseren Rucksack aus. Ist der soweit gepasst hier? Weg mit dem Rucksack. Dann können wir erstmal zu den Drops hier gucken. Das hier. Das ist Essen. Mob Drops. Das hier. Noch 11 Diamanten. Unglaublich. Das hier. Das hier streng genommen auch, aber das zählt ja nicht dazu. Das ist ja sonstige Items. Ne, hier sind ja... Na gut, Holzhacker, das kann man zum Verfeuern benutzen. Ach, ein Pfeil wegen dem hier, das ist schon, hat schon Sinn. Essen Drops. Ach, hier sind die Farbstoffsachen, das ist auch natürlich gut. Essen kommt das hier hin. Ja gut, das kommt halt, diese Anpflanzsachen kommen hier auch hin. Gut, dann müsste eigentlich zu sonstigen Items kommen. Zuckerrohr. Ah, jetzt Zuckerrohr kommt oben hin. Setzlinge auch? Weil hier ist so wenig Garten. So, gute Nacht. So. Genau. Und hier sind auch diese Kaffeesachen. Also diese Sachen zum Anpflanzen, diese Better World Sachen, die kommen auch nach oben hin. Hier nicht. Die hatten wir beim Essen gehabt. Das hier, das hier, das hier. Tomaten. Ja, genau. Das kommt auch alles hier hin. Dass wir da nichts draus machen können. Warte mal, G. Back. Kann man nicht irgendwie verpacken? Empty Bag. Was ist denn hier drin? Kakaopulver. Milchflasche. Milcheimer. 5 draus und dann mit Kakao wird zu Kakao. Das ist, macht ja Sinn. Ah, braune Wolle ist ja klar. Kekse. Ja, das ist egal. Ah, ein Schokoladenkuchen. Wunderbar. Katzenbett. Schokoladenkuchen. Ach, alternativ mit Milchflaschen. Chocolate Candy. Lustig. Ja, auch wieder alternativ. Lustig, interessant, echt. Kann man nur noch so einiges draus machen. Hier natürlich auch. Die gehören auch noch dazu. Das ist echt unglaublich. Ja. Gut, die Knochen. Knochenmehl höchstens. Knochen können eigentlich zu Mob Drops. Können wir wieder nach unten. Drops. Die Knochen. Oh, Redstone, Lapis Lazuli, das werden wir jetzt erstmal alles verwandeln. In Blöcke. So, jetzt sind noch ein Redstone-Block. Ja, das passt dann nicht mehr. 5. Da passt uns schon noch ein Block raus. Ja, ich denke mal, so lassen wir es aber trotzdem. Rotstein, Lapis Lazuli. Das ist all unser Lapis Lazuli, das wir haben. Na, das können wir eigentlich auch so lassen. Das hier und das hier auch. Nur Smaragde können wir so lassen. Ja, 4 Diamantblöcke haben wir ja schon mal. Wo wir eigentlich auch einen Block schon machen könnten. Nochmal. Haben wir es einfach komprimierter. Es ist einfach nur wunderbar. 64 Eisen, 5 Diamant, 30 Smaragd, 32 Redstone oder Rotstein. Goldbarren. Ja, da kommen noch ein paar hinzu. Das machen wir natürlich in unserem Diamantofen. Gut, der große Rucksack kommt unter sonstige Items. Ich weiß gar nicht, warum ein Materialien kommt. Das hier kommt zu verfeuern, das kommt wieder zurück und der Rest kommt in den Ofen und danach in die Materialienkiste. Gut. Und diese Aslaks, die sind immer noch hier ums Haus. Och, Komodo-Warane. Ups, das da. Da waren wieder viele. Wieder. Oh, scheiße. Vergiftet. Na super. Oh, wieder ein Straußenei. Da haben wir auch wieder so viele von. Und dann machen wir unser Weinfeld. Oder haben wir das Weinfeld nicht gemacht?
Müssen wir mal nachgucken. Die Aufnahme war auch so lange jetzt her. So, Kohle. Nehmen wir am besten die Holzkohle. Da haben wir nämlich so viel von. Die 54. Gold. Eisen, Eisen, Eisen. Gut. Das Bett kommt wieder vor den Vollpfosten. Genau. Das sollte erstmal schön brutzeln hier. Ja gut, das kann ja nicht so weitergehen. Plattenspiele, sagen wir mal hier. Gut, da gucken wir nach unserem Feld. Mal, ja, das Ei muss auch noch wieder zurück. Gut, Kaffee. Hier machen wir dann unser Traubenfeld für unseren Wein. Grape Seeds. Holzhacke. Können jetzt nur. Können wir einfach mal benutzen jetzt. Ja. Ich weiß gar nicht, was dagegen spricht. Das können wir immer noch verbrennen. Achso, wie waren das jetzt? Zwei Felder waren das. Das waren. Hier und hier habe ich. Habe ich, glaube ich, letztes Mal so gemacht. Genau. Wassereimer. Äpfel. Geht wahrscheinlich schnell kaputt hier, die Hacke. Gut, aber Holzhacken sind schon nicht so verkehrt. Du bist genauso blöd. Toll. Sehen, sehen. Ach ja, sind die diese... Diese Reben hier, boah. Wie kommst du denn darüber? Ach, die können krabbeln. Boah, solange ich... Boah, Alter, ihr seid aber auch nicht ohne, ey. Essen, 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 essen. Nee, warte mal, das reißt mir jetzt komplett ab. Wieder schön neue Trauben. Das ist nämlich gar nicht so toll. Wir legen uns dafür nämlich einen künstlichen Berg an. Genau, wenn das hier ist nämlich gar nicht so toll. Das können wir wieder zumauern. Das müssen wir, glaube ich, mal neu laden. Also sagen Sie, das bleibt für ewig hier. Das wird da wieder hier zugemauert. Blödes Ding, ey. Oh. Ah ja, jetzt hat sich's geupdatet. Jetzt ist es weg. Wunderbar. Weg mit dem blöden Ding. Ha. Bleibt das schön an den Seerosen hängen. Oh, oh, oh. Nein. Gut. Boah, die sind auch heftig. Ja, jetzt schon wieder bekommen wir das. Boah, Alter, das ist echt heftig. So, einen künstlichen Berg anlegen. Wir haben ja noch ein bisschen. Was machst du denn da? Liegst du da auf dem Boden? Ja, der lag auf dem Boden. Aha, ein Ei von dir.
So. Ich greife garantiert nicht an, du bist saustark. Wo wärst du besonders gut für so einen Berg? Ich glaube so neben den Kakaobohnen oder so. Oder hinter den anderen Feldern. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Gut, die können mich alle mal. Hier ist aber auch noch kaum noch Platz hier. Oh nein. Also da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich muss jetzt erstmal auf Baumodus. Hä? Ach, die spawnen ja nicht. So, jetzt sind sie aber freundlich. Friedlich, freundlich, wie auch immer. Ja, das machen wir jetzt erstmal so. Über den Kakaobohnen. Ich glaube, das sieht sogar noch gut aus. Das wird nämlich, weil das soll ja auch besser aussehen und auch realistisch. Und dafür brauchen wir halt einen künstlich angelegten Berg. Ja, hier unten, ja, wäre noch Sand, ganz nett. Das brauche ich jetzt erstmal nicht beim Berg anlegen. Das hier brauche ich. Oh. Das Instrumental von Get Lucky. Von Hipstrumentals. Hipstrumentals. Das ist eigentlich relativ gut. Hier, 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 hier. Das sind dann halt die Wasserlöcher. Und wie machen wir das hier? Dann müssen wir das alles verlegen. Dann machen wir die Wasserlöcher von hier bis hier. Das habe ich nie gemacht. Wie soll man das dann machen? Hier Wasser? Oder... Nee, ich denke mal hier... Hier Wasser. Also da hinten. Genau, so machen wir das dann. Die erste Reihe... Die erste Reihe dann die Trauben, die wachsen. Und in der hinteren Reihe dann immer das Wasser. Und danach mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Der Rest kommt dann das nächste Mal. Zick, 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 zick. Das ist gut, doch. Das wird noch alles ausgekleidet, denke ich mal. Wäre das eigentlich mit Erde? Da brauche ich das gar nicht ersetzen. Genau, dann mache ich nämlich so wunderbar. Ja. Ja, auf Erde müssen die erwachsen, ist ja logisch. Manche Felder müssen jeweils aus Erde sein da. Genau, so klappt das relativ. Das nächste Feld. Das kann eigentlich bleiben. Das wird wieder so. Jedes zweite weggraben. Genau. Da kommen hier diese Slabs drauf. Oder mache ich das komplett durch? Nee, ich denke... Ich könnte es auch so machen. Dass hier nur praktisch auf diesen... Ja, und da sind wir schon wieder mit unserem
Ne, die wachsen eigentlich nur hier vorne auf der Reihe und halt auf den Dingern. Das müssen wir schon so machen, sonst klappt das mit dem Wasser nicht. Den Wasser brauchen sie dringend. Hier muss wieder eins höher, genau. Ist es überhaupt richtig? Ne, ist es nicht. Muss ja eins höher und dann schon mit Erde sein. So, und dann das hintere muss nur... Naja gut, das darf nur jedes zweite... Ausgegraben. Ja gut. Erde, 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 Erde. Erde. Gut, so ist es dann richtig, genau. So ist es richtig, wirklich. Genau, super. Und ich denke mal noch eine Ebene halt. Gut. Erde, Erde, Erde. Nichts. Und dann halt... So. Das wird natürlich nur alles ausgekleidet. Dann ich denke mal... Der Ecke... Der Ecke... Der Ecke... Ab der Ecke. Da, da. Ja, dann machen wir mal eins höher hier. Ja, so sieht das auch oben, also hinten aus. Wieder ein Ei. Es geht ja fix hier. Oh. Natürlich so. So, Eimer. Haben wir da nicht noch mehr Eimer? Hoffe ich. Erstmal gute Nacht. Danach muss ich auch nochmal beenden. Boah, das war schon lange genug. Also jetzt wird es für heute. Ja, sagen wir mal so. Na gut, wir können natürlich auch das uns erleichtern. Indem wir jetzt halt eine unendliche Wasserquelle erstmal hier oben hinpflanzen. Gut. Monty on the run. Genial. Die Musik, die hat uns schon durch das fast gesamte Let's Play begleitet. Und es hängen viele Erinnerungen an einzelnen Musikstücken. Zum Beispiel an das Auto von Ben und Matt Hales, was wir so oft gehört haben. Ist schon wirklich schön. Also das ist sowas zu haben. Und auch bald meine 100 Abonnenten, 100 Leute, die mich wirklich gerne gucken. Schon ziemlich genial, hätte ich mir nie gedacht, hätte ich mir nie erhofft. Ihr seid wirklich die Besten. Und das ganz ohne Zwang. Weil ihr mich gut findet, guckt ihr mich und das finde ich wirklich. Das ist so, dass ich die Möglichkeit habe, das so zu machen. Ziemlich genial, also... Auch wenn das jetzt mal ein bisschen hier, ein bisschen mit Gefühl halt ist. Das mit Gefühl, was manche würden schon wieder sagen, okay, nein, aber das ist, muss man schon wirklich sagen, das ist unvorstellbar. Was hatte ich mir gedacht? Im Frühling 2012, da hatte ich noch nicht an Let's Plays gedacht. Da kam ich irgendwie auf Gronkh, erst relativ spät. Und
da dachte ich mir, Let's Plays ist da eine gute Sache. Da habe ich eigentlich erst meine epischen Momente gemacht, ein paar FIFA-Hits und dann fing das an mit Pro Evolution Soccer, war mein Spiel, was ich da gespielt habe zuerst. Dann habe ich mit Minecraft angefangen, nachdem ich Erfahrung gesammelt habe mit dem Spiel. Und da hat sich da so viel draus entwickelt. Also für mich ist das hier schon ziemlich viel. Wahrscheinlich werde ich mir in Zukunft dann noch sagen, haha, 100 Abonnenten sind wenig oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie das sich entwickeln wird, aber ich hätte es mir nie gedacht. Es ist jetzt fast ein Jahr, ein Let's Play Jahr vorbei und ich habe fast schon die 100 erreicht. Echt vielen, vielen Dank dafür. Ich bin zwar nur einer von vielen, aber ich scheine ja auch noch aus der Menge etwas herauszustechen. Gut, das dazu. Gut, die Hacke können wir wieder rauspacken.